Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster in the World Iceborne! Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich bin Jägerrang 90, glaube ich, gerade. Ja, genau. 90. Hab meine Hammer sehr vorangebracht. Hab sogar einen Velkaner-Hammer. Hab hier den malmenden Hammer. Den habe ich, glaube ich, schon gespielt. Der mit den schönen großen Crit-Zahlen. Allgemein habe ich versucht, ziemlich viele so weit wie möglich zu upgraden, dass wir so ein paar goldene haben. Die Sammlung steigt und wächst, genau. Aber ja, darum soll es sich ja heute nicht drehen. Wir haben noch 5 Monster vor uns. Heißt, mehr als eine Folge auf jeden Fall. Heißt, es kommen noch Folgen. Heute will ich allerdings 2 dieser Monster abhaken. Nämlich Gold Rathian und Silber Rathalos. Ich habe für Silber Rathalos die Pheromone bekommen. Da, Silber Rathalos. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber ich kann ihn rufen. Und Jessie hat für Goldrathian die Pheromone. Heißt, sie kann Goldrathian rufen. Wir werden erst Goldrathian machen und dann Silber Rathalos. Weil Goldrathian habe ich gesehen und denke ich, ist ein bisschen einfacher noch als Rathalos. Ja, bin gespannt, wie ich vernichtet werde oder nicht. Ich werde, glaube ich, ein bisschen Verteidigung raus. Nee, ich brauche keine Verteidigung. Ich habe meinen Feuerschutzmantel drin. Der passt. Da sind auch 2 Feuerabwehrjuwelen. Den ziehe ich einfach an und dann werde ich schon klarkommen. Ich mache allerdings das Zerstörer-Lebenskraft-Juwel hier raus und mache noch ein zweites Juwel mit Handwerk rein. Ich werde ein zweites Mal das nehmen, aber es geht ja nicht. Deswegen nehme ich das Wiederbelebung-Handwerk-Juwel. Genau. Ja, weil dann habe ich Handwerk 5 und das heißt bei meinem Glavenus-Hammer, meinem Säure-Glavenus-Hammer, lila Schärfe. Auch wenn es so ein kleines Stückchen ist, das reicht durch den Theostra-Set-Bonus, den ich habe. Habe ich die Rüstung hier gezeigt? Ich weiß es nicht. Genau. Theostra-Krone B, Kirin-Jacke Alpha, Theostra Beta Handschuhe, Beta Hüftring und Garuga Beine Beta. Zusammen mit dem Glavenushammer und einigen Sockeln. Er gibt Theostra Technik. Kritische Treffer verhindern Schärfeverlust. Affinität plus 40%. Waffenschärfe plus 50%, dass ich in den lila Bereich komme. Und durch hohe Crit-Chance heißt, dass meine Waffe nie an Schärfe verliert, bleibt sie lange lila. Kritischer Boost. 140% Schaden bei kritischen Treffern. Schwächevorteil. Auf Schwachstellen mache ich 50% höhere Affinität. Also damit habe ich 90% Affinität mit den ganzen Boni zusammen. Ein bisschen Gesundheitsboost. Explosionsangriff, weil den kann ich nicht rausmachen. Hitzeschutz. Keinen Hitzeschaden. Angriffsboost einen Punkt. Kritisches Ziehen. Bei Zugangriffen ist mehr Crit. Latente Kraft. Erhöht Affinität um 10%. Heißt, wenn ich, ich glaube 18 Mal muss man getroffen werden, habe ich eine kurze Zeit 100% Crit, wenn ich die Schwachpunkte angreife. Wiederbelebung, sobald ich negative Statuseffekte habe, weiche ich besser aus und habe weniger Ausdauerverbrauch. Freie Mahlzeit, manchmal heile ich mich umsonst, schneller Sachen nehmen. Göttlicher Segen, manchmal kriege ich 15% weniger Schaden. Unbeeindruckt, dass ich nicht zurückgeworfen werden kann bei Angriffen. Affinität schlittern, dass ich 30% Crit bekomme nach Rutschen. Und einen Nicht-Element-Boost, damit mein Schaden erhöht wird. Also das ist das ultimative Damage-Set. Ich glaube, ich bin noch nicht drüber gegangen, aber... Ja, also nicht das ultimative, aber ein sehr gutes. Ich habe hier 1680 Schaden vom Grund auf 40% Affinität. Dann noch durch die ganzen Boni komme ich auf 100%. Wenn ich jetzt nochmal Angriff essen würde, würde ich noch mehr kriegen, aber ich esse Verteidigung natürlich. Weil ich nicht verbrannt werden möchte. Und bevor wir zu Rathian aufbrechen, ich kann nochmal zum Schmied gucken. Weil ich habe Lunastra einmal gemacht. Es war die Hölle. Also die ist ja noch schlimmer einfach im Master Rank. Natürlich. Die hat noch nie Spaß gemacht. Und ich müsste mir die Lunastra-Rüstung herstellen können. Ich habe noch nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Ja. Da haben wir die Lunastra-Rüstung. Wie so der, so ein heimlicher König ist das zweite so. Niemand darf wissen, dass ich der König bin. Ich habe nur königliche Kleidung und eine königliche Kapuze auf. Werkzeugspezialist-Geheimnis. Die Maximalstufe der Stufe Werkzeugspezialist. Verkürzt die Dauer bis zur Wiederverwendung um 50%. Oh, das ist auch cool. Mit dem Ausweichmantel und so. Ja, kann man vielleicht mitarbeiten. Hat aber nicht sonst so gute Sachen. Aber ist cool, die Rüstung, auf jeden Fall. Gefällt mir. So, jetzt aber würde ich sagen, gehe ich und Jessie in der Jagd. Und wir sehen uns dort und machen eine, nicht rosa, sondern eine goldene Rathian. Wusch. So, hallo, da sind wir in den Leitlanden, gemeinsam mit Miss Chessie in ihrem Dante-Outfit. Hallo. Hallo. Ja, bin voll schick und so. Und extra für die Jagd gibt's heute einen Gourmet-Gutschein, weil ich noch 35 Stück hab. Bitteschön. Oh, danke. Bedienen Sie sich bei Verteidigung oder was Sie sich wünschen. Ja, yes, alle Verteidigung, die ich möchte oder kriegen haben kann. Ja. Verständlich.
Ich werde... Habe ich einen Superverteidigungstrank dabei? Sonst nehme ich mir einen kurz. Ja, ich muss allgemein auffüllen. Okay. Soll ich dich schon mal herlocken? Ah, ja, klar. Du kannst es schon mal rufen. Jesse schickt das Pheromon los. Und ich hole mir kurz aus meinem Lager hier ja eine Megapanzerhaut, weil ja, spuckt ganz schön hart das Ding. Ja, ich habe sehr Angst. Ja, ich will eigentlich auch mir ein Ohrschutzset machen, aber das kann ich erst machen, wenn ich ein bisschen weiter hier in dem Gebiet bin, weil mir fehlen alle Materialien, um meinen Ohrstöpsel-Talisman auf Stufe 4 zu bringen. Und sobald ich den habe, wird es ja super angenehm. So, du hast schon fertig gerufen? Ja. Okay, dann müssten ja jetzt hier anfangen, Spuren aufzutauchen und sowas. Genau. Ja, da liegen sie schon. Okay, bei mir liegen hier noch keine, aber ich folge dir einfach. Ja, ich glaube, die sehe nur ich, weil ich das Viech gerufen habe oder so. Das kann sein. Aber es wird ja einfach hier da drüben sein, wie wo ich es zum ersten Mal gesehen habe. Oder auf der anderen Map. Nee. Noch sehe ich hier nichts. Da. Hä? Da. Da? Da landet's. Ach, da links. Da ist es. Ja, da, Verteidigung. Da. Im Mondpulver. Okay, was machen wir? Wir sagten es. Ja, das hat uns gut gesehen. Gut, es ist direkt wütend. Nee, es hat uns nur angeschrien. Okay. Okay, es ist wütend. Dramatische Todesmusik. Ich kam gerade dazu, noch meine Verteidigung zu spielen. Ein wütendes Monster. Ich hab so Angst. Zu Recht? Lass dich einfach nur nicht salton. Bist du drauf? Ja, ich habe Schleudermuni ins Gesicht geschossen. Ich wollte es irgendwie runterwerfen, aber... Gehen wir runter hier so? Ja. Wir kämpfen einfach. Wir kämpfen einfach, ja. Das ist ein Plan. Wir überleben einfach. Ja, also der Salto... Oh mein Gott! Hör auf! Ist sehr gefährlich. Dieser und Feuerball. Der Schreifeuerball. Der normale Feuerball geht. Da, guck mal, der Schaden ist auch nicht so tödlich. Ich glaube, das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, ist dieser Schrei mit dem Feuerball. Ach, danke, Katze, fürs Unterbrechen. Aber der Kopf kriegt erst Schaden, wenn er gebrochen ist. So lustig ist dieses Monster. Ich sollte einen Mantel anlegen, warum nicht? Ich hole einen kurzen Stein. Oh mein Gott, die macht ihn zweimal! Was denn? Diesen blauen Feuerball hat die gerade zweimal gemacht. Was so? Gott, die ist so schnell! Mein Mantel ist schon fertig. Oh Gott. So, ich drehe sie in die Wand und dann gibt's aufs Maul. Jetzt und rein. Dann mache ich direkt einen Weak Spot ins Gesicht. Jetzt wird taktisch zerstört. Und jetzt kriegt sie. Jetzt müssen wir sie irgendwie so schnell wie möglich brechen. Okay, die steht schon auf, bevor ich überhaupt groß zuhauen kann. Die schreit, wegrollen am besten. Ja! Nee, okay, passt. Wollte nur sagen, dass sie wütend ist. Meine Ohrstöpsel! Boah, wie sie lossprintet beim Salto. Du hast auch keine Ohrstöpsel? Nein, weil ich dafür Hornmeier erst wegmachen muss. Also, ne? Und so. Ich werde hier auf jeden Fall gerade weggesaltet. Ja, ich hab. Hier klopft man was drauf. Guck mal, die schreit einmal laut. Jetzt leuchtet sie. Guck mal, jetzt leuchtet sie. Voll! Alter, die spitzt sich sogar am Boden, die ist ultra cool. Ja, voll cool, voll begeistert. Danke. Wir können sie noch rausblitzen, theoretisch. Ja, ich steck die bitte mal in die Falle oder so, das wäre ganz nice. Ja, das wäre eine Idee, Fallen zu nutzen. Ah, ja. Machst du eine gerade? Ja, hab schon. Ah ja. Ja, drin. Okay. Ja, theoretisch wäre, glaube ich, mein Betäubungsset am praktischsten für dieses Monster, aber ich hab's auch ausgepackt. Auch eine Idee. So. Ist der Kopf jetzt schon gebrochen von der, oder? Nee. Nee. So schnell geht es nicht. Ist nur angeschwächt. Au. Gesaltot. Nochmal gesaltot. Wenn du sie runterblitzt, tötet sie mich nicht. Sonst bin ich tot. Achso, ich kann sie blitzen. Ah, es hat mich gerade irgendwie... Okay, jetzt ist sie geil. Okay. Kein Problem. Wir müssen sie nicht blitzen. Okay. Aber sie wirkt sehr verwirrt. Das ist gut. Ja, ich weiß nicht, ob das so... Doch, weil sie gerade mal keine Saltos macht für ein paar Sekunden. Da ist die auf die Schnute gegeben. Da ist irgendwas hinter ihr. Orogaron, glaube ich. Mach weiter. Au. Den esse ich gerne, den Feuerball. War lecker.
Ja, chill. Ich bin 10-mal weggerollt. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur mein Feuerschutzmantel anlegen. Kann der Odogaren sich verpissen, bitte? Nee, Odogaren will mit mir gerade spielen. Okay. Ja, mit mir auch. Ich brauch dich hier nicht, Junge. So, hau ab. Au. Odogaren beißt einfach rein. Der hat keinen Respekt. Ja. Okay, der Feuerball ist scheinbar kein häufiger Angriff. Ich will sein Wände locken, damit ich möglichst mounten kann. So. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh, nicht cornern. Achtung, Kamera zoomt raus. Da war er. Ich will nicht. Oh Mann, wieso hat es nicht getroffen? Geht doch mal, komm. Geht es schon wieder? Das geht doch noch gar nicht. Ja, eben. Alles unten. Ja. Wenigstens hat sie sich entschlossen zu landen. Ui. Ich schwäche schon mal den Kopf wieder. Und dann machen wir ein paar Fallen, wenn sie gerade mal sitzt. Mrs. Beyblade. Das ist echt Miss Beyblade, ja. Ich kräuterpulver mich erstmal. Hier steht schon wieder. Mhm. Kann dein Wind mich jetzt nicht auch noch wegdrücken? Oh, super Feuerball. Mhm. Die macht ihn ja nicht so oft. Also. Ja, bis gerade hat sie noch nicht so oft gemacht. Da ist dann, sind wir kurz. Ja. Okay, dann hier das Verteidigungsspiel schnell. Ich habe aber normal drauf, keine Zeit für lange Kombos. Hat die jetzt, Oh Gott. Weitaus mehr Leben als eine normale Ratte oder ist die einfach nur... Nee, die rastet einfach nur aus. Wird genauso viel Leben wie eine normale, denke ich. Ah, okay. Ist nur ätzend zu bekämpfen. Dreh dich mal in die Wand und chill noch mal eine Sekunde, bitte. So brechen wir den Kopf. Kopf kaputt. Ich mach weiter meine Spin-Moves rein. Mit meinen schönen 400 Damage. Da muss ich nicht oft treffen. Ich habe auch noch meine Fallgrube, die ich dann... Oh, ist sie ausgenockt. Nice. Oh, sehr schön. Dann mache ich meine Kreiskombo. Falls ich nicht getroffen werde. Ja, passt. Ah, ich habe ja eh unbeeindruckt. Kann ja gar nicht getroffen werden. Ja, der Schlag ging noch durch. Oh, und ich habe mal deine Pipi-Flecken. Cool. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das mit den Pipi-Flecken erklärt haben. Wenn nicht, dann erkläre ich es einfach nochmal. Weil die Ausdauer-Buffs gelb waren. Dann ist aus wie so kleine Pipi-Pfützen und jetzt alle Flecken allgemein sind für die Pipi-Flecken. Ich kann auch die Pipi-Flecken wieder machen mit dem Jagd. Uah, ach stimmt, du kannst ja in der Luft immer wieder spinnen. Hilfe. Ich, oh. Hey, ich war nicht mehr in dem Feuerball drin. Ja, doch, du warst vergiftet und hast halbes Leben gehabt und dann... Ja, aber sie hat mich nicht getroffen mit dem Feuerball. Das meine ich. Oh, da ist ja ein Drache. Gott, ich will nicht, ich dachte, kommt direkt mit dem Feuerball. Ich nimm's, ja, wo kommt sie? So, da sind die Pipi-Flecken. Ja. Soll ich da durchlaufen? Aha. Ja, bitte. Okay. Ins Feuer rollen. Pipi-Flecken. Auch, die müssen nur runter. Sind aber gelbe, oder? Achso, ja, Feuerball? Ja, hab ich doch gesagt. Ich kann noch beides machen. Ja, das brauche ich jetzt, haben wir nicht, halt. Ist mir egal. Okay. Geh in die Falle und spring nicht drüber, du dumme Nudel. So, jetzt hast du mal ein bisschen Pulver. Ist die Falle noch da? Ja. Ja. Jetzt. Komm schon, aufgeladen ran. 340 einfach. Aua, lauf mich nicht um. Ich weine einfach den ganzen Kampf. Ich merk's. Ich hab so Angst. Steh auf. Nice. Bitteschön. Wenigstens so mache ich Schaden, wenn schon nicht normal. Ja. Und wir kriegen ein bisschen Material von der Wand. Man muss die einfach ständig gegen die Wand hauen. Das ist, glaube ich, die einzige Meta bei der. Ja, aber die wird ja jetzt wütend, wenn ich sie. Da schreit sie ja schon wieder. Ja, dann müssen wir wegrennen, bis sie nicht mehr wütend ist.
Ja, die Meter. Ich loote erstmal den Looter. Nein! Oh, die Katze. Ich auch Material von ihr? Nee. Eine schnelle Dame. Ich würde mich freuen, wenn sie. Was umgefallen? Oh, das ist so umgesaltet direkt. Die steht einfach wieder auf. Die denkt sich, nö, ich falle nicht hin. Junge! Tötet euch alle! Lass mich in Ruhe. Geh weg! Ich geh weg. Ja, der Salto ist okay. So, ja genau, komm hier auch an die Tür. Ich habe leider kein Kräuterpulver mehr. Nein! Ich hab schon, aber ich komm nicht hin. Oh mein Gott! Die Flick und Sprung gemountet, ja! Oh, Gott sei Dank. Ja, wir müssen halt an der Klippe sein. In der Wüste konnte ich irgendwie nichts machen gegen die. Wenn Normalkämpfen nicht funktioniert, Sprungangriffe. Ja. Die einzige Meter. Zack. Zack, 600 Schaden. Ich liebe mein Hammerset. Also egal, ob ich aufs Maul kriege und sterbe hier bei der. Die darf das auch. Die hat die Genehmigung, offiziell mir aufs Maul zu geben. Okay. Aua. Silberratalos eventuell auch. Ich wurde nicht getroffen, ich weiß nicht wie, aber es gefällt mir. Ah, Gottes Willen. Scheiße. Neues Favorite Monster gefunden. Ja, ja, die ist super. So. Oh, fällst du langsam um. Ja, wir lassen sie mal erschöpft lieber, anstatt sie für 800 Schaden in den Band zu rammen. Ganz angenehm. Das ist ein Tempo, da kann ich mithalten, das ist okay. Ich biege mal auch noch den Popo. Gott, ich musste meine Waffe auch schärfen, ich bin schon bei blauer Schärfe. Hm. Weil ich so oft abgeprallt bin und nicht auf Weak Spots gegangen bin. Ja, bei so einem Monster, wo man nur auf Weak Spots haut, geht meine Schärfe halt überhaupt nicht weg, aber... Ja. Bei Mistes, ich bin wütend. Ich gehe weg. Hier kurz meine Waffe schärfen. Ist ja auch gar nicht die Map wechselt oder sowas, dass man kurz mal eine Verschnaufpause hat. Die ist einfach total. So. Blutrausch. Schauen wir mal, wie schnell sie bei mir ist, während ich meine Waffe schärfe. Nee, die ist vielleicht hinter meiner Katze gerade her. Jetzt ist sie hinter mir her, oh Gott. Oh. Sie macht irgendwie Feuerscheiß. Okay, also sieht gut oder so. Sie hat irgendwie geschrien, ich hab's gehört. Ja, sie leuchtet jetzt rot im Hals. Ja. Die kann noch krasser explodieren? Ja, bitte. Nein! Gottes Willen! Das ist knallrot. Und jetzt macht den Feuerball. Ja! Jo! Jo! Ja, das ist eine kleine Atombombe. Gutes Ding. Mega! Mein Mann ist wieder ready. Ich genieße einfach, Jessys Emotionen. Ich habe voll die Angst und Panik gelöst, aber yeah! Feuerball! Ja, mach deinen scheiß Feuerball, ist mir egal! Ich habe einen Mantel an! Ich stand einen Zentimeter daneben, mir war es nicht egal. Aber sie hat nicht getroffen. Nein, ich will weg! Ah! Ich muss kurz. Hast du einen Teleporter dabei? Nee, ne? Nein. Okay, ich brauche. Hast du ein Gegengift? Kannst du ein Gegengift spielen? Ja. Jessie kann das sogar. Spielen, ja? Okay, komm zu mir rüber. Am besten, bevor du irgendwas machst. Ja, unter dem Tal durch, weg von ihr! Schnell! Ich will sie blitzen, damit sie dich nicht nervt dann. So. Eine Note noch. Gegengift ist gespielt. Okay, ich dachte, sie ist in der Luft nach ihrem Salto. Aber wenigstens haut sie kurz dich nicht. Dankeschön. Schön. Ich muss aber halt, sollte halt echt mein Zeug auffüllen. Oh, in dem Tal hier ist er auch super. Kann ich aber durchsalten. Ja, Flügel, glaube ich. Gemountet? Yes. Du musst echt, wie rot ihr Kopf ist. Dafür, dass sie golden ist. Das ist auch cool, dass sie da extra so ein Leuchten hat. Ich glaube, das hatte sie damals nämlich nicht. Ja, ramme ich nur an der Wand. Okay, fällt. Mhm. Oh, sind umgefallen, okay. Wir machen Weak Spot ins Gesicht. Oh. Katze heilt uns. Ich kann sie in die Wand rammen, wenn wir sie hier in das Tal locken.
Ja. Oh. Ja! Ich wollte Gift, ja. Nein, 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 ich möchte kein Feuerball. Ich möchte kein Feuerball. Sicher? Sicher, ganz sicher. Okay. Gift reicht. Ein bisschen zu weit. Komm bitte nochmal durch. Okay. Nein, au. Warum ist mein halbes Leben weg, wenn du einmal Nom machst? Ja. Komm. Okay, passt. Ich einfach rein. Ja. 1000 Schaden, sehr schön. Ich muss Selbstverbesserung spielen, ich komm nicht. Aber schon wieder, der Schwachpunkt ist einfach immer weg, wenn ich überhaupt einmal an Kopf rankomme. Oh nice. Umfallen. Ja, aber es macht ja nur ihre dicken Explosionen weg. Ah, gib. Wütend ist sie trotzdem noch ohne Ende. Du hast wenig. Oh, ich hab sie aus der Luft geschlagen. Oh, nice. Das Tal hier ist echt cool. So, und jetzt hauen wir einfach rein. Ich hab meinen Mantel noch an. Mir kann nichts passieren. Dieses Viech muss sterben. Und ich hab daneben geschlagen. Perfekt. Du bist ganz toll. Ja, ich bin sehr begeistert. Junge, bleib doch mal hier! Also, das ist Monster, nicht du. Ja, ja. Ich hab noch nicht ganz mehr. Ihr könnt auch kurz nach Auffrischen gehen. Ja, ich habe Angst, dass er abhaut. Achso. Das ist mein Problem. Ja, da kommt doch erstmal eine Meldung. Dann haut sie erstmal nach tot. Oh, echt? Ich habe Angst, dass sie auch noch tot. Die ist einfach so wütend, dass sie in die Gebiet wechselt. Dann merkt man nicht, wann sie fangbereit ist. Alles klar, okay. Ich hatte kurz überlegt, ob ich einfach jetzt zum Test Beruhigungsbomben draufwerfe, aber... Ja. Okay, oh Gott sei Dank, die Folge heißt einfach, Jessie schreit 15 Minuten am Stück. Ah! Ah, nein, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich kann mein Leben nicht spielen, ich hab kein Gefühl. Ich muss aber echt nochmal nicht spielen, weil sonst sterbe ich hier noch. Moment. Ich sehe dein Leben gerade, ja. Ah, schnell. So. So sterbe ich nach dem Kampf, wenn es Viech tot ist, weißt du? Okay, gut, das zu wissen, dass die so wütend sind, dass man nicht merkt, dann sie fangbereit sind. Oh Gott, und jetzt auch noch den silbernen. Ein Cortex habe ich, ja. Dann sehen wir wenigstens die Rüstung und Scherben. Zwei Stück. Hoffentlich haben wir normale Quests von denen auch dann. Aber eigentlich hätten wir es fangen müssen für die Arena. Aber es ja, ist ja egal. Ja. Also das drängelt ja nicht. Wird nicht die letzte sein, die wir gemacht haben. Die hat fast einen kompletten Meister rangebracht. Neuer Rekord, goldene Ratian. Süß. Jetzt noch Silber Rathalos. Yeah, let's go! Hier ist der Plan für die Folge. Also habe ich echt wahr. Gott. Kann ich denn eine Rüstung herstellen? Gerade mal gucken. Goldmond-Set. Ja. Warte, ich kann dir auch gleich meins zeigen. Okay, ist cool. Sieht aus wie das. Nee, es ist ja Ratian-Set. Oh, das Silber-Ratalos-Set wird ja dann so gut aussehen. Habe ich da Teile noch gefärbt? Nein, das ist die Standardfarbe, das Blau. Okay, was hat das für ein Set-Boni? Goldene Ratian-Essenz. Erhöht die Maximalstufe von göttlicher Segen. Und bei zwei Teilen und bei vier Teilen erhöht den Schaden von anomalen Statuseffekten durch kritische Treffer stark. Okay, also kann ich ultra easy lähmen. Mit dem goldenen Ratian-Set. Göttlicher Segen 5. Verringert den erlittenen Schaden um 60%, wenn aktiviert. Fähigkeit kann leichter aktiviert werden. Okay, also ist der Ultra-Chill-Modus, das goldene Ratian-Set. Das ist hier süß. So. Ah, hast du schon? Ja. Ja. Alpha. Ja, das ist das normale Golden Queen. Ratian-Set, genau. Und da die goldene Prinzessin. Ja. Ach, das ist schon cool. Wie schön dann das silberne Ratalos-Set aussieht mit den Öhrchen und so. Ja. Ja, aber die beiden Boni von dem Set sind schon so gut. Das ist echt verrückt, ja. Hat meine Katze eine Rüstung? Ich guck mal. Ein Nastra-Set hat meine Katze. Das habe ich ja schon gesehen. Nö. Freu dich schon auf die Quest, wo man Gold und Silber gleichzeitig bekämpfen muss. Das kann ich mir vorstellen für den Lebensrettermantel Plus. Oh mein Gott, ja. Ich kann als Zielmonster nicht mal den silbernen Ratalos festlegen, weil ich den noch nicht gesehen habe. Hm. Na gut. Gluck, gluck, gluck. Hallo Leute, wir rufen uns ein Silberratalos. Mach schon mal ein Notsignal, dann kommt irgendwann mitten in der Jagd jemand zur Hilfe. Ja.
Zack. Und dann reden wir mit der Wildexpertin. Hallo, möchte bitte ein Monster hervorlocken. Nämlich einen silbernen Rathalos im Korallenbiom. Ja, bitte. Okay, wissen wir schon mal, wo wir hingehen müssen. Was schickt ihr jetzt bei mir los? Ich bin gespannt. Ein kleiner Kolibri. Tschüss. Ich bringe euch den Tod und Verderben zurück. Jetzt wird er vorgelockt. Ja gut, dann auf ins Korallengebiet, ne? Ja, let's go. Da oben? Ja, da glitzert's. Ja. Da ist er. Mein erster. Ein Monster wurde entdeckt. Ich würde sehr gerne das Buch vorlesen, aber ich blende hier den Buchtext ein. Bitteschön. Das sieht voll nice aus. Mit Schild noch? Ja, nur mal kurz gemotzt. Eine Spur mehr und ich habe sein Ding. Ja, ich auch. Ein oder zwei Spuren. Aber... Aua. Da liegt eine Spur. Die hole ich mir. Stufe erhöht. Okay, hab's voll. Okay. Ja. Willkommen beim silbernen Rathalos. Sieht schon mal ultra cool aus. Kann fliegen. Cool. Kann auf die Schnauze fliegen. Ja. Auch eine Form des Fliegens. Cool. Ja. Und braucht einen Weak Spot im Gesicht. Der überhaupt keinen Schaden im Gesicht bekommt. Junge, kann man hier rutschen? Ist das eine Rutschstrecke? Ja. Alter, der wird 100-mal einfacher. Ich weiß nicht, was er kann, ist halt die Sache. Ich glaube, Feuerorkane waren sein Ding. Oh Gott. Aber warten wir mal ab, was er macht. Bisher verhält er sich ja recht freundlich. Sag das bitte nicht so laut. Die Katze? Ich versuche ihn aber so schnell wie möglich zu mounten. Mhm. Das klingt nach einem Plan. So. Ja, bin drauf. Okay, perfekt. Dann habe ich kurz Zeit, Melody noch mal zu spielen, weil ich kam nur einmal dazu. Okay. Er rammt sich gerade gegen eine Wand. Oh, die Rüstung von dem wird so cool. Ja. Der Kampf gegen den jetzt nicht, aber... Also doch, der Kampf gegen den wird schon cool. Aber ätzend. So, er sollte fallen. Mhm. 1, 2, 3. Pam! So. Einmal reinhauen und Kreiskombo starten. Werde ich sie beenden können? Ich glaube nicht. Aber das ist der Preis des Mountains. Ja, beenden kann ich sie schon, aber gebracht hat sie nur nichts. Guck mal, der macht gar nichts. Okay, der kann auch einen Schwinger. Ja. Aua. Einen süßen. Dann will er irgendwas machen, aber ich denke mir einfach, nö. Du bleibst jetzt erstmal... Ist dein Kopf schon wieder keine Stelle mehr? Ja. Scheinbar sehr stabil. Ja. Aua. So, jetzt ist sein Kopf eine Schwachstelle. Der kriegt ein bisschen besser aufs Maul bisher. Ja, ist jetzt nicht so stressvoll wie seine Puller gerade. 580 Schaden und das Kopf ist gebrochen. Was? Jetzt ist er wütend. Ja, ist der schwerere? Ich habe nur gesagt, hast du nicht gemeint, das ist der schwerere? Ich beiden. Meinte, aber ich kann mich auch falsch erinnern. Da hat er irgendwas gemacht. Ja. Ah ja, macht so. So, seine kleinen Düsenjets. Ja. Ich habe viel größeres Problem als Rathalos. Mich kitzelt ein Haar im Nacken. Oh Gott. Ja. Das ist natürlich jetzt geil. Genauso schön, wenn die Nase juckt und so. Alter, da hüpft er direkt hinterher. Ja, boing, boing. Ja, aber Ratchet hat sich ja auch Zeit gelassen mit seinem Ultra-Angriff. Ja, das wird gerade eklig. Oh nein, natürlich. Er ist gerade sehr hüpfig, ja? Der Gummiball. So. Und jetzt durchflippen. Mr. Jumpy. Ich bin Jumpy in ihn rein. Ich möchte ihn gern blitzen, aber ich habe es irgendwie bei Ratja nicht geschafft und jetzt traue ich mich nicht mehr bei dem. Ach so. Den kann ich auch übernehmen, wenn du magst. Dann ja, mache ich die Fehler. Er muss sich halt nur erstmal einmal herdrehen. Oder so. Er leuchtet rot. Also, it begins. Was auch immer beginnt. Oh, wie cool das aussieht, das Rot. Ja. Er sieht auch irgendwie blau aus. Er ist einfach der reale Azur-Rathalos. Ja! Aua. Ja, Bazur-Rathalos, der nicht nur blau angemalt ist. Oh, hast du dich geschubst, oder? Ja, der kriegt meine komplette Spinladung gerade hier ab.
Das ist keine gute Map für ihn. Das geht auch von seinem Schaden her. Es geht echt, also ich fand die... Ich fand sein Mädel schlimmer gerade. Es kann sein, dass das Mädel schlimmer war, dass es hier so vertauschte Rollen ist bei den... Sie ist ja auch golden und er ist nur Silber. Tja, er ist Nummer 2. Ah, der Noob. Ach, du bist gelandet? Ja, ja. Du bist schon seit einer halben Stunde da. Ei. Ich wollte nicht spinnen, Leute, keine Sorge. Ich wollte da in sein Gesicht hämmern. In das Gesicht, das schon wieder kein Schwachpunkt mehr ist. Hm, schön bist du drin gelandet. Ich finde es aber interessant, dass keiner kommt irgendwie. Ja, Leitland halt. Manchmal kommen welche, manchmal nicht. Ich habe gerade nicht die Zeit, das Questing neu zu machen. Nee. Ich würde trotzdem gerne seinen Ultra-Angriff sehen. Tja. Ist aber beim normalen Rathaus auch so. Ist gemountet? Sehr angenehm, der Junge. Ja, also die Tola war schlimmer, wirklich. Die war halt so, weiß ich nicht, die hat keinen Moment lang mal durchgeatmet. Die ist nur rumgespinnt und Saldos gemacht und voll ausgerastet. Die 10 Sekunden, wo sie erschöpft war, waren angenehm. Die waren sehr angenehm, ja. Er schlägt ein. Warte, meine Kombo ist jetzt vorbei. Okay. Gott! Ja, also, bitte nicht so ballsy. Was heißt ballsy? Ich kann den nicht abbrechen, zufällig. Ach so. Okay, warte, ich lege hier noch eine Falle hin, falls er dann aufsteht. Rutsche dann die Falle rein. Okay. Ich mache noch einen Dämonen- und Verteidigungspulver und dann kriegt der olle Silberdrache aufs Maul. Let's go. 680. Lecker. Ausgewogenes Frühstück. Ja, ja, komm, 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 komm. Nicht fliegen. Aua. Ah, die Falle kaputt machen, bitte. Ach, guck mal, der kann so 4 Feuerbälle schießen, die groß explodieren auf jeden Fall. Das ist jetzt gut. Guck mal. Nö, nö, der hat nur ein bisschen Feuer drauf gespuckt. Okay. Ich schaff's irgendwie nicht mehr, die Dinger runter zu blitzen. Ui! Au! Okay, 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 alles gut. Genug alles Linien, gut. Bitte. Keine Lines ziehen. Er ist geblendet, glaube ich, aber... Kann der fallen? Ne, jetzt. Okay. Er wollte einfach nicht. Und jetzt kriegst du den Rutsch von hinten ab. Runter mit dir! Nice! Alter, der hat vorhin Salto gemacht gerade. Ja, er hat auch seinen Feuerstatus verloren. Ja. Komm mal hier! Und nicht wieder fliegen. Er ist reingehüpft nur. Ja, toll. Fliegt er schon wieder. Eieiei. Fangbereit ist er noch nicht. Schade. Ich hab sein irgendwas gebrochen, seine Flügel, glaube ich. Was wird verlassen? Ja, das steht, dass von dem verfolgte Monster wird das Gebiet bald verlassen. Weil wir kämpfen da noch gar nicht so lange. Irgendwie schon nicht. Vielleicht meinst du anderes Monster. Komm her! Achso, ich habe ja Angaruga-Spuren aufgesammelt. Vielleicht ist es das. Er sabbert doch gerade. Oh, bist du hungrig? Ui. Könntest du mal jetzt bitte in diese Falle laufen? Nee, er soll gerade noch in der Wand laufen. Wäre ganz angenehm. Guckt er gerade zur Wand? Ich weiß es nicht. Ja, er ist noch dran. Okay. Dann schleudern wir uns ran. So, Weak Spot mal wieder erzeugt. Jetzt aber in der Falle. Wenn er will. Wenn nicht mal wütend geworden ist. Und ausgenockt. Vielleicht können wir ihn in der Falle ja gleich fangen. Sehr schön. Also der hat von mir 100 mal mehr aufs Maul bekommen bisher. Ja, der kriegt gut. Oh, guck mal die Rolle, Leute. Jetzt habe ich Monster da durchgespielt. Jetzt kann ich das Let's Play auch beenden. Ah! Hier liegt so viel Material, ich komme jetzt noch zusammen. Ah. So mit verrückten Flughüfern rumgödelt. Komm, ich bock gerade jetzt auf voll zu ein. Wusch, wusch. Aua. Ja, die Schleuderbombe nehme ich gerne und das Material hier nehme ich auch mit. Meine Schleuderbombe, still mal eine Sekunde. Komm mal in die Falle jetzt. Ja, das wäre eine Idee. Hallo. Ich möchte nicht da hochklettern. Geh doch runter! Meine Fresse!
Noch sehe ich nichts. Bist du ein Totenkopf oder so? Das ist aber auch echt ätzend. Der läuft ja auch nicht mal weg, wenn man von den Spuren sammeln könnte, weißt du? Ja. Das ist auch eine lustige Mechanik, dass es Monster gibt, die dann aber nicht die Map wechseln, weil sie so wütend im Fight-Modus sind. Oh, das waren 3 Headshots. Aua. Mit meinem Hammergewehr. Die grüne Pfütze will ich haben. Warum brenne ich noch? Erst fang bereit. Oh. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Abort Mission. Ah. Du musst die Falle stellen. Ja, ja, versuch ich. Ich bin gerade ein bisschen verprügelt. Ich bin betäubt. Ich bin betäubt. Brenne. Ich brenne. Wer von uns wird gekartet? Ich nicht. Ich bin schon wieder da. Ich wurde gekombot. Okay, ich hoffe, dass er runterkommt. Ich habe keine Witzkapseln mehr. Nichts. Bitte komm runter. Komm runter, komm runter, komm runter. Komm Warum runter. Muss mein Loot am Ende sinken? Bei beiden. Ah! Oh mein Gott, er hat mich fast gekillt. Komm mal hier. Hier, nein, nicht fliegen. Nicht auf der Falle rumhüpfen. Jetzt fliegt er schon wieder. Ah! Ich habe auch keine Blitzkapsel dabei. Ja. Ich kann nicht mehr welche herstellen, weil ich hier einfach nur wegrenne. Ich kann ihn runterschubsen mit einem Kletterding. Ja, der muss runter. Der muss. Ja, komm mal ein paar Zentimeter näher. Komm, 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 komm. Jetzt runter, runter, landen. Okay. Komm. Landen. Landung wird eingeleitet. Landung starten! Oh, direkt in die Falle, sehr schön. Jetzt fangen aber. Gut. Ja! Da habe ich meinen Tod wieder wettgemacht. Oh, und das Material despawned. Sehr schön. Wo ist Material? Bei mir despawned. Ja. Obwohl, bei mir wird auch noch angezeigt. Falle. Ah ja, stimmt, da haben wir ihn ja abstürzen lassen. Ja. Okay. Gut, also die Trulla war wirklich schlimmer, finde ich. Der war jetzt am Ende ätzend, weil er nicht runterkommen wollte, aber so war die Trulla schlimmer. Ja. Ich habe mich bei der Trulla aber auch blöd angestellt, also. Ja. Mm-mm. Sind beide, glaube ich, ähnlich ätzend. Untersuchung einreichen. Ja, ein bisschen Zeug, wenigstens mal Material, nicht wie bei der goldenen. Ich möchte gerade mal noch als Live-Reaction in die Jägernotizen gucken. Auch wenn ich es schon im Video dann eingeblendet habe oder vorgelesen. Silberner Ratalos, eine seltene silberne Ratian. Was? Ratian? Was? Unterart? Okay, das ist falsch übersetzt. Ratalos Unterart. Ja. Umgeben von Höllenfeuer wird sein Atem gefährlicher und er erhält neue Angriffe. Ja, das ist keine Ratian, sorry. Also. Falsch übersetzt. Das Höllenfeuer lässt sich durch Angriff auf den Kopf eliminieren. Das Monster lebt mit einer goldenen Ratian zusammen und kombiniert ist deren Atem noch tödlicher. Ach, ich glaube, zusammen machen die diese Tornados. Ja, dann wird es 100 pro noch kommen, dass die zwei zusammen irgendeine Quest haben und das wird wahrscheinlich wirklich dann diese Lebensrettermantel-Quest sein. Ah! Ja, haben wir gerade theorisiert schon, dass das wahrscheinlich die... Hui. Ja, Hui ist eine gute Beschreibung. So. Dann erstmal kurz in der Schmöde gucken. Was hat er denn zu sagen? Ausrüstung, Schmieden, Rüstung. Silbersonnenset. Ja, das ist super cool. So, Show me what you are. Bitte. Ach Gott. Geht auch barisches kritisches Element, genau. Nee, kritischer Status und kritisches Element. Ach, die hat Element-Boni, die Rüstung. Ah ja. Element-Boni ist gut für Glebe für mich, finde ich okay. Ah, aber der ist Gott sei Dank nicht so ätzend wie die Goldene. Schön. Erhöht die Maximalstufe der Fähigkeit Schleuderkapazität. Wow. Erhöht die Schleuderkapazität für jede Schleudermunition. Ja, hat man mehr Muni, macht man mehr Schaden mit jedem dieser Schleuderangriffe und runterschubsen und so. Hier ist auch ganz lustig. Elementschaden durch kritische Treffer. Ist auch nice. Hat kaum was. Bin ich im Beta-Set? Ah ja, ich bin im Beta-Set, wollte schon sagen. Feuerangriff 6 und im Beta-Set ist gar kein Feuerangriff drin, das ist ja cool. Aha. Kritischer Boost. Handwerk ist durch mich sogar. Das hätte halt einfach nur winziger kritischer Boost und Schleuderkapazität. Ich muss ja ultra viele Sockel haben, oder? Ja, geht. Ja, aber es sieht halt. Es sieht sehr sexy aus. Ist schon sehr cool. Passt voll gut mit meinem Jagdhorn gerade. Ja, haben wir die goldenen und silbernen Rüstungen. Ich kann auch noch mal kurz meinen Hammer jetzt angucken, weil da sollte mittlerweile ein silberner Hammer auf uns warten. Da ist er. Ja, ein silberner Kopf mit lila Auge, genau wie ich es in Erinnerung habe. Brauche ich Ratalos Schimmer, einen Schweif, Cortex Scherben, massenhaft.
1400 Schaden mit lila Schärfe und 20% Affinität. Ist schon sehr gut. Ja, Schwert und Schild kann ich bei mir auch noch gucken. Da sollte ich jetzt auch beide haben. Oh, ist das cool. Ui, 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 ui. Nice. Oh, das ist so cool. Das ist ein goldenes... Nee, ist beides. Gold, Silber. Beides, ja. Ja, eine Hälfte ist Gold, eine Hälfte ist Silber. So eine Mischwaffe. Glänzende Wyvernklinge. Er braucht nur Teile vom silbernen Rathalos. Hm. Okay. Ah, das ist super cool, dass es von beiden was hat. Und da unten habe ich noch die wahnsinnige Rose vom goldenen. Passender Name, ja. Ja. Cool. Aber da wir ihn gefangen haben, möchte ich mal kurz an meine Tafel gucken. Weil ich die Befürchtung habe. Spezialarena silberner Rathalos. Da müssen wir die goldene nochmal machen und auch noch fangen. Oh mein Gott. Silberner Rathalos, Schwanzus Longus, der Zernichter der Zypressen, der Langvogt vom Leitland. Warum ist da eine, das Leben des Brian-Anspielung drin? Ich weiß es nicht. Aber finde ich gut. Oh, geil. Sehr schön. Ich nenne jetzt noch Schwanzes Longus. Da bereue ich es fast, diese Goldene nicht gefangen zu haben. Ja. Was stimmt dir denn einfach? Schwanzes Longus. Goldene Ratian und Schwanzes Longus werden bekämpft. Oh, schön. Ach, ich weine. Ich denke, sobald wir beide auf Stufe 4 erforscht haben, kriegen wir die Doppelquests von denen. Mhm, glaube ich auch. Eine seltene goldene Ratian-Unterart, umgeben von Höllenfeuer, werden ihre Atem- und Schwanzangriffe gefährlicher. Das Höllenfeuer lässt sich durch Angriff auf den Kopf eliminieren. Genau. Na gut, Leute. Dann war es dies mit einer weiteren Folge Monster Hunter World. Beim nächsten Mal werden wir einen Dämon-Jo machen. Oh Gott. Einen Savage-Dämon-Jo. Ja. Damit ich mir endlich meine Augenklappe machen kann. Ja. Und dann fehlen noch zwei weitere Monster, von denen ihr noch nichts... der Gigante und noch ein anderes Monster fehlt. Ja. Genau. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.